Tag, heute ist Sonntag, der 27.12.2015. Ich stehe hier auf der Seebrücke in Ahlbeck und wollte eigentlich den Sonnenaufgang aufnehmen, beziehungsweise einen Timelapse machen und so. Aber leider ist es ein bisschen zugezogen jetzt. Die Wolken sehen zwar schön aus, aber bewegen sich kaum, glaube ich. Naja, könnte reichen, aber Sonnenaufgang werde ich wohl nicht sehen heute. Die Sonne müsste jetzt ziemlich weit über Land schon aufgehen. 8.20 Uhr ist es und jetzt sollte eigentlich Sonnenaufgang sein, aber ja, ist nicht zu sehen. Das ist schade. Ja, eigentlich sollte sie jetzt direkt hinter mir aufgehen. So, fast über dem Land. Blubbern ist der Wasserkocher. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Muss glaube ich nochmal was zum Vlog von gestern sagen. Das kam vielleicht ein bisschen sehr traurig rüber am Ende. Ist nicht so, dass ich ständig einsam bin oder so. Ich komme eigentlich ganz gut damit klar, dass ich momentan alleine bin. Finde das auch gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Aber Silvester ist halt immer so ein bisschen speziell. Und es ist auch eher die Tatsache, dass man sich nicht wirklich was vornehmen kann. Also es liegt eher so am Job, glaube ich. Man kann sich halt nichts vornehmen. Alle anderen sagen, oh, wir treffen uns da, wir treffen uns da, wir machen das. Wir feiern da und wir setzen uns da zusammen. Und du kannst immer nur sagen, ich bin arbeiten. Und das ist es, glaube ich, ja. Du kannst dir nicht wirklich was vornehmen. Und er fühlt sich immer so ein bisschen ausgeschlossen von allen anderen. Und ja, das liegt einfach irgendwie am Job. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich... Und das ist halt auch ein Grund, warum ich aus dem Job halt raus möchte. Und... Ja, ich glaube, darüber müssen wir demnächst nochmal reden, warum, wie ich aus dem Job raus möchte und was ich machen möchte und so. Mal gucken. Ja, und das ist es halt hauptsächlich, ne? Also der, während alle anderen sagen, oh, wir treffen uns da, sitzen da zusammen und wir feiern da. Und es ist ja nicht so, dass ich ein Partymuffel bin. Ich gehe nicht gerne in die Disco, weil mir das so blöd ist. Das sind alle nur am Saufen und fangen sich alle an zu prügeln. Tanzen ist eh nicht meins. Aber ich bin halt kein Partymuffel. Ich setze mich gern mit Freunden zusammen und sitze irgendwo in einer Bar oder egal wo und quatsche und so. Aber ja, Silvester ist halt immer so, alle anderen treffen sich irgendwo und sagen, das und das machen sie. Und wenn sie dich fragen, ob du auch kommen willst, musst du halt immer sagen, ja, du arbeitest. Und du wirst inzwischen auch gar nicht mehr gefragt, weil alle wissen, okay, er ist wahrscheinlich eh arbeiten. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Traurige, was halt irgendwie so das Gefühl gibt, dass man allein ist. Deswegen mag ich auch nicht unbedingt mit meinen Kollegen dann Silvester feiern, weil das macht es irgendwie nur noch trauriger, weil du merkst, okay, du feierst hier gerade mit deinen Arbeitskollegen Silvester. Verstehst du? Das ist irgendwie, naja. Ja, und jetzt muss ich auch gleich wieder zur Arbeit. Ja, also, bevor sich jetzt hier irgendjemand ins Auto setzt,
und zu mir kommen will. So schlimm, wie es gestern vielleicht aussah, ist es nicht. Aber es ist so, ja, es ist hauptsächlich der Job, denke ich, ne? Und der Job macht das einen echt nicht leicht, so. Weil halt, wie gesagt, an allen Tagen, wo sich Freunde gerne treffen und ausgehen oder irgendwas Besonderes unternehmen, wie Silvester jetzt zum Beispiel, dann musst du immer sagen, ich bin arbeiten. Ich kann nicht mitkommen. Und das, ja, das belastet Beziehungen, ob es nur Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen sind. Das macht es irgendwie nicht einfach. Scheißjob halt irgendwie. Naja, trotzdem hat man sich den ausgesucht, auch wenn man es vorher wusste. Vielleicht auch nicht, aber naja, irgendwann erhofft man sich dann doch mehr und will den Job, so wie ich jetzt eigentlich, an den Nagel hängen. So, ich muss jetzt duschen und zur Arbeit. Feierabend, bin zu Hause, hab schon geduscht gerade, ein paar Vlogs geschaut, mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann war es das für heute. Eigentlich wollte ich noch irgendwas erzählen, glaube ich jedenfalls, mir ist so. Allerdings fällt mir auch nicht mehr ein, was ich erzählen wollte. Und ich habe mir scheinbar auch keine Notizen gemacht, komischerweise, aber gut. Eigentlich habe ich mir immer Notizen gemacht in letzter Zeit. Naja, egal. Ich möchte es gar nicht sagen, weil am Ende stelle ich dann fest, dass ich doch wieder 50 einzelne Videoschnipsel auf dem Computer importieren muss oder importiert habe. Aber ich glaube, heute war nicht wirklich viel, was ich so aufgenommen habe. Also klar, ein paar Videoschnipsel und so, wie ich heute Morgen auf der Seebrücke war und zur Arbeit gegangen bin und so weiter. Aber so wirklich viel Inhalt war trotzdem nicht, glaube ich. Naja. Das Schlimme ist, dass es sich die nächsten Tage nicht bessern wird. Eher im Gegenteil. Heute war noch relativ ruhig. Ab morgen wird es dann richtig stressig. Jeden Abend mindestens 100 Personen. Das hört sich nicht viel an, aber ich glaube, habe ich schon mal gesagt, unsere Küche ist nicht groß und eigentlich nicht für solche Zahlen ausgelegt. Und naja, es wird auf jeden Fall stressig. Und ich werde die nächsten Tage sicherlich nicht erst 14 Uhr anfangen, wie es auf meinem Dienstplan steht, sondern werde wohl freiwillig ein bisschen früher hingehen, damit ich mein Zeug fertig bekomme und naja, alles schaffe. Dann wird es immer spät und dann, naja, also es kann durchaus sein, dass die nächsten Tage eher sehr kurze Vlogs online gehen. Wir werden sehen. Ja, mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich eigentlich erzählen wollte. Also sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, nämlich morgen. Und ja.